So, dann mal hoch zu unserem Todesturm. Ja. Chup, 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 chup. Noch viel weiter hoch und hier. Wir würden gerne einen Händler unterschmeißen. Shift P. Wo haben wir dich denn? Ein Drake. Das ist kein Drache, sondern eine Ente. Ja, das war sehr frustrierend. Aber was erwartet man noch für 6 Zwergendollar? Bestimmt kein Drachenbaby. Na gut, hier sind lauter Tiere. Noch eine Ratte. Die darf auch gerne runtergeschmissen werden. Den Troll lassen wir immer noch in seinem Käfig. Die Ratte kann auch runter. Wie viele haben wir davon eigentlich? Na gut. Hunde, Esel, Kriegshunde, ein Buzzard, ein Kiwi. Wo ist der verdammte Händler? Ein Hund mit einem Namen. Ein Kakapu? Was ist ein Kakapu? Ist das ein Kakadu? Also ein Vogel? Nicht ablenken lassen. Oh, ich sehe gar keinen Händler mehr im Käfig. Den haben wir aber noch nicht schon runtergeschmissen, oder? Ich war mir ziemlich sicher, dass wir letzte Folge aufgehört hatten mit wir werden nächste Folge einen Händler runterschmeißen. Oder haben wir den freigelassen? Oder er hat sich selbst freigelassen? Das wäre ja auch nicht so toll. Aber nö, ich sehe hier keinen Händler mehr. Dann werden halt erstmal nur die Ratten runtergeschmissen. Und ich gucke mal auf die Einheitenliste. Also erstmal mache ich das Fenster wieder klein. So, und gucke dann auf die Einheitenliste. Andere. Händler im Käfig. Zoom to Creature. Du bist hier in deinem Käfig. Ha, vielleicht will das Spiel nicht, dass wir irgendwelche Händler auskäfigen, in eine Grube schubsen, wo sie dann ertrinken werden. Das könnte natürlich sein. Auch wenn es komisch wäre. Wir könnten ihn da jetzt rauslassen, dann bringt er sich entweder selber um, was ja an sich kein Problem wäre, außer halt die Entfernung der Leiche, das ganze Blut und so, oder er dreht ganz durch und fängt an, Leute anzugreifen. Was aber nicht so schlimm... Oh, da ist wieder der Geist. Ja, das müssen wir auch gleich machen. Ja, also wenn er anfangen würde, Leute anzugreifen, wäre es auch nicht so schlimm, denn er ist, glaube ich, unbewaffnet. Heißt, da können wir unsere Miliz raufschicken. Unsere Miliz ist zwar nicht besonders gut, aber unbewaffnete verprügeln dürften sie eigentlich hinbekommen. So, der Waffenschmied ist zu einem Geist geworden. Heißt das, wir haben jetzt 2 Geister? Andere? Nö. Ghostly Weaponsmith. Na gut, gehen wir runter in unsere Gruft. Da, bei den beiden Slabs kommt jetzt gleich noch einer dazu. Ich hoffe einfach mal, dass wir schon einen davon gebaut hatten für ihn. Du sollst dahin. Und wir haben noch keinen für ihn. Das lässt sich schnell ändern. Gehen wir einfach hier oben irgendwo hin. Und sagen, bitte aus Stein herstellen. Nee. Bitte engrave ein Memorial Slab für Kok-Uzirinneth. Wo wir gerade dabei sind, können wir nochmal gucken, ob hier irgendwo... Ja, die sind alle in Gräbern drin. Da steht Entombed in grün drunter. Aber ganz oben waren welche, die waren noch gelb. Genau die hier. Achso, ja. Für einen Wagen wollte ich nicht unbedingt einen Memorial Slab erstellen. Und auch nicht für eine Jakku und auch nicht für ein Pferd und was weiß ich. Na gut, das lassen wir erstmal so. Und so viel scheinen die Geister auch gar nicht zu bewirken. Also wir hatten noch keinen, der durchgedreht ist, jetzt wegen den Geistern. Allgemein hatten wir auch recht wenig Leute, die durchgedreht sind. Also ich kann mich daran erinnern, früher in D20 oder D40, ich glaube D40 hieß das, da ging das richtig, richtig schnell. So, und oh, wir haben einen Dieb so weit drin. Ein Kobold-Dieb. Neben Leverfriesel. Oh, der hat's überlebt, das ist schon mal sehr gut. Na gut, der Dieb wird nicht viel machen, der wird jetzt den nächsten Weg nach draußen suchen und sich verpieseln. Das ist nicht der nächste Weg nach draußen, Junge. Ja. Aber er läuft vor unseren Zwergen weg. Das ist schon in Ordnung soweit. Njam, njam, njam. Was machen wir als nächstes? Ah ja, genau. Der Händler. Den lassen wir jetzt einfach so im Käfig drin. Und der wird dann irgendwann verhungern. Das ist mir, glaube ich, lieber, als dass er aus Versehen irgendjemandem kritisch ins Auge trifft und ihn umbringt. Was haben wir jetzt hier? Noch ein Dieb.
Wie kommen die ganzen Diebe in meine Festung? Ah, okay, hier wahrscheinlich. Die Diebe können ja einfach so Fallen umgehen, was ziemlich unfair ist. Wir könnten wieder einen Hund hier hinsetzen. Also ich schätze mal irgendwo da. Das heißt, selbst wenn eine Goblin-Invasion kommt, dann fühlen die sich genötigt, den Hund anzugreifen und stolpern hier die ganzen Fallen rein. Ja, das ist eine gute Idee. Also hätten wir gerne eine neue Zone. Von da nach da. Das wird mit N ein Pen-Pasture und mit Shift-N schicken wir da irgendeine Hundewelpe hin. Oder einen abgerichteten, nackten Maulwurfshund? Nein. Ein abgerichtetes Entlein. Okay, wir haben jetzt also eine Wachente. Wie sich das für ordentliche Zwergen gehört. Sie haben alle ihre Wachenten. Die ganzen Pilze sind schon abgehackt. Sehr schön. Ja, da sind noch viel mehr Pilze, aber nein. Nein. Das soll soweit reichen. Und wie es aussieht, haben die... Jetzt sollten wir das Spiel weiterlaufen lassen. Und wie es aussieht, haben die Zwerge schon fast alles hier unten aufgesammelt. Also ich sehe keine Kolonnen mehr von Leuten, die immer Zeug hin und her schleppen. Und wir haben 20 Leute, die nichts zu tun haben. Das ist an sich doch schon mal ganz gut. Aber was ist mit dem ganzen Zeug hier? Das hatten wir mal verboten, oder? Ja. Oh, da ist ein Copperflail, weil den könnte man einschmelzen oder als Waffe benutzen. Und ein Silverflail. Oh, das klingt doch mal praktisch. Ja, komm. Da machen wir jetzt kurz D, B, C und reclaim das Ganze. So. Das da unten können wir auch noch reclaim, also das vor der Tür, aber das sollten wir erst machen, wenn wir das hier erledigt haben. Alles schön Schritt für Schritt. Nicht wieder zu viele Zwerge außerhalb des Forts rumtouren lassen. Und warum liegen hier Kleidungsstücke auf dem Boden? Ein Pigtail Fiber Cloak und... Ein Handschuh. Hat sich wahrscheinlich irgendein durchgerichteter Zwerg vom Leib gerissen. Passieren schon komische Sachen bei uns im Fort. Aber na gut. Ah, wir haben hier noch jede Menge Golderz. Das könnten wir direkt abbauen, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass wir überrascht werden von irgendwelchen Kreaturen im Höhlensystem. Aber ich glaube, wir haben noch genug Barren. Ja, mehr als genug Barren. Apropos Barren. Wir sollten unsere Straße weiterbauen, damit die Barren auch langsam mal ein wenig dezimiert werden und wir wieder mehr Platz in den Kisten haben. Apropos Kisten und ja, ich habe zu viel zu tun. Machen wir alles schön Schritt für Schritt. Wir wollen jetzt weiter eine Paved Road bauen und zwar aus Gold. KK. Da ist irgendwas im Weg. Achso, die alte Straße. Ja, das ist okay. Dann hätten wir gerne Goldbarren. Zack. Dann muss die alte Straße da weg. Du musst auch weg, du auch. Das kann schon mal alles abgerissen werden. Denn diese Abrissbefehle dürften eigentlich alle Zwerge machen können. So können wir auch ein wenig die Arbeitslosenzahlen drücken. Indem einfach jeder hier sich einen Straßenabschnitt vornimmt und den abreißt. So. Das wird dann alles mit Gold ersetzt. Das ist soweit in Ordnung. Dann könnten wir den kleinen Abschnitt hier auch noch mit Gold machen. Also dem vom Trade Depot ins... Oh oh, das sieht unsymmetrisch aus. Ah ja, ich wollte auf sowas nicht mehr so viel achten. Das ist einfach nur eine Zwangsreaktion. Aber ja, es sah so aus, als wenn das Trade Depot entweder zu weit oben ist oder die beiden Türen falsch stehen. Denn eigentlich müsste das Stück hier zwischen den beiden Türen genau auf die Mitte des Trade Depots zeigen. Tut's aber nicht. Aber na gut, das Trade Depot wollten wir eh nochmal abreißen und durch ein Platin-Trade Depot ersetzen. Oder noch irgendwas Teureres, wenn wir was Teureres finden würden. Na, falls wir was Teureres finden, und da gibt es glaube ich nur noch ein Material, das wir bisher noch nicht gefunden haben, dann sollten wir das nicht für ein Trade Depot benutzen, sondern lieber für Rüstung oder Waffen. Oh, das Spiel hängt sich gerade wieder ein wenig auf, weil der Frühling kommt. Das heißt, die Elfen tanzen auch gleich wieder an. Ich bin dafür, wir schließen die Türen unten ab. Also wir gucken erstmal, ob alle Zwerge da sind und schließen dann die Türen unten ab. Und machen die Türen erst wieder auf, wenn entweder eine Menschenkarawane kommt. Kurz den Stockpile angucken. Wir haben mehr als genug Essen, 3200. Wir haben mehr als genug Trinken und wir haben genug Pflanzen. Ja nö, also wir brauchen nicht mehr das Essen und das Trinken von den Elfen und den Zwergen und den Menschen. Das heißt, wir lassen jetzt nur noch Menschen- und Zwergenkarawanen rein, weil die könnten eventuell noch Metall haben.
und Kohle und Holz. Die Elfen lassen wir jetzt draußen. Also, warum ist da ein Hühnchen vor der Tür? Ach, weil die Tür nicht zugelassen ist. Oh, und die Tür wurde benutzt von einem Eindringling. Nee, okay. Das heißt, wir müssen wieder eine Militäreinheit dahin schicken. Na gut, das machen wir mal ganz schnell. Shift A, bewegen dahin. So. Und da bleibe ich jetzt auch hier stehen, bis die gekommen sind. Weil sonst vergesse ich das wieder und die meckern dann, dass sie so lange Schicht schieben mussten. So. Wegen den ganzen Goblins-Blättereien an den Wänden hat sich hier Miasma gebildet. Das heißt, jeder Zwerg, der jetzt da durchläuft, kriegt dann noch einen negativen Gedanken. Was nicht unbedingt gut ist, da gerade unsere ganze Miliz auf dem Weg hierher ist. Oh, aber anscheinend hat sich das gleich verflüchtigt, weil hier so ein Luftschacht nach oben und unten ist. Ah, ist ja auch nicht schlecht. So, Miliz läuft durch. Beide Türen einmal benutzt. Können wir jetzt? Ja, jetzt können wir sie benutzen. Das heißt, S, Shift A und O, um den Befehl aufzuheben. Die Miliz wieder zurücklaufen lassen. Ihr könnt wieder zurückgehen. So, dann schauen wir uns noch ganz kurz an, was da auf dem Boden liegt. Oh. Das sind die ganzen Sachen, die wir mit der Karawane getauscht haben. Also unsere Kinkerlitzchen, die wir der Karawane gegeben haben. Die Karawane ist raus, hier vor der Tür gestorben. Jetzt können wir die ganzen Kinkerlitzchen wieder einsammeln. Ja, ich glaube, das mache ich mal. DBC Reclaim. So, hebt das da bitte mal auf. Oh, und Gerogon hat was gebannt. Wir dürfen bestimmt keine Armbrüste verkaufen. Ja, wir dürfen keine Armbrüste verkaufen. Gerogon ist da echt pflegeleicht. Da haben wir echt einen Glücksgriff mit ihm gehabt. Hätte auch sein können, dass er einfach nur einen Fetisch für Silber hat oder für Eisen. Da müssten wir durchgehend irgendwelche komischen Sachen aus Eisen herstellen, hätten keins mehr für die Rüstung. Das wäre richtig nervig. Dann hätten wir wohl irgendeinen Unfall in Anführungszeichen konstruieren müssen, um ihn loszuwerden. Aber so haben wir echt Glück. Also, nur noch 5 Arbeitslose, alle sind auf dem Weg, irgendwas zu machen. Oh, das Miasma ist anscheinend gar nicht hier oben entstanden, das kommt von unten. Das macht für mich jetzt gar keinen Sinn. Also das Miasma entsteht unten im Wasser und der Dampf geht durch das Wasser durch, weiter nach oben. Eigentlich sollte das Wasser doch als Filter dienen. Zumal es auch fließendes Wasser ist, weil es ja alles nach da unten abfließt. Komisch, komisch. Also werden jetzt hier immer alle Zwerge zugestänkert. Das ist nicht gut. Da wir momentan eh keine Goblins haben, mauern wir das Ganze einfach wieder zu. So, da. Aus Granitblöcken, bitteschön. Und da wir jetzt inzwischen auch genug Waffen haben von den ganzen Goblins und den Wachen und was weiß ich, könnten wir da eine Waffenfalle hinstellen mit schön vielen Waffen. Das heißt, wir reißen die Falle da ab. Das kann ich jetzt schon mal kurz machen. Du, X. Und bauen wir genau in die Mitte die Waffenfalle wieder hin. Und dann lassen wir die wieder runterplumpsen, wenn wir dann neue Goblins irgendwann haben. Und das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Dann lassen wir wieder runterplumpsen und sie fallen direkt auf die Waffenfalle. Ja, wirklich glücklich bin ich damit auch nicht. Aber das Miasma ist echt nervig. Das muss nicht sein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so weit sich ausbreitet. Also man kann da rumtricksen, indem man schräg baut, weil das Miasma kann sich nicht schräg ausbreiten. Aber Zwerge können schräg gehen, also halt von hier nach da. So war es in der Richtung. Aber da müsste ich wieder zu viel rumkonstruieren und das sehe scheiße aus. Machen wir erstmal so. Und mir wurde gesagt, man kann eine Fläche verbieten, dass da Zwerge lang gehen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das soll irgendwo im D-Menü sein. Traffic Areas. Das klingt doch gut. Ich mache mal O. Gehe auf das Feld da. Was haben wir da? Wir haben eine High Traffic Area. Wir haben Normal Traffic Area, Low Traffic Area und Restricted Traffic Area. Na, okay. Also, wenn sich Zwerge von A nach B fortbewegen, dann sucht der Algorithmus ja nach dem besten Weg. Und da zählt wohl ein Feld als 2. Das heißt, die Strecke von da nach da wären dann 6 Einheiten.
Wenn wir jetzt die aber designieren als da ist eine High Traffic Area und da ist eine High Traffic Area und da, dann wäre die Strecke von da nach da nur 3, wenn der Zwerg da oben lang geht. Und so kann man halt den Verkehr in Anführungszeichen ein wenig lenken, wenn man richtig, richtig viele Zwerge später hat. Oder wenn man halt nicht will, dass sie irgendwo hingehen, wo Goblins runterplumpsen. Das machen wir jetzt mal. Wir nehmen jetzt eine R, Restricted Area, und setzen vorher die Restricted Traffic Coast auf was Höheres. Shift-W? Ja, Shift-W ist richtig. Hoch, 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 hoch. So, 100. Dieses Feld zählt jetzt als 100 mal so schwer begehbar. Ne, 50 mal so schwer begehbar wie ein normales Feld. Damit kann ich leben. Das kommt dahin. Hat gleich ein fettes, rotes R bekommen. So, dann. Wie kann ich das jetzt aufrufen? Kann ich das mit I anzeigen? Nein. Nur mit O? Okay, man kann das nur angucken, wenn man DSO drückt und dann hier hinkommt. Ein wenig umständlich, aber wir wissen ja einfach, dass das Feld da in der Mitte jetzt nicht mehr wirklich gut zugänglich ist. Das beobachten wir mal ganz kurz. Eigentlich müssten jetzt alle da... Er ist einfach durchgelaufen. Na, vielleicht hatte er den Auftrag vorher bekommen. Also sein Weg wurde vorher berechnet und deswegen ist er einfach durchgelaufen. Ja, der macht jetzt einen schönen Knicks. Das ist okay. Machst du auch einen Knicks? Knicks? Die knicken komischerweise alle schon vorher ein, aber soll mir recht sein. Oh, und zück 70N ist erwachsen geworden. Das heißt, er kann jetzt wieder dem Militär beitreten und ein drittes Mal sterben. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge wird dann da die Waffenfalle neu aufgebaut. Und wir kümmern uns allgemein um ein bisschen anderen Kleinkram, wie zum Beispiel die Straßen weiter, Pilze hacken, unsere Kohle vielleicht nochmal anschmeißen. Davon haben wir nicht mehr allzu viel. Und dann die Rüstung endlich herstellen, die Miliz in den Danger Room kann. Aber das machen wir dann gleich. Also bis denne.